Es gibt ja schon diverse Level, die mich richtig anpissen. Und die versuchen wir jetzt einfach mal zu lösen. In der Danger Zone gibt es nämlich auf Seite 1 noch 2, von denen wir keine 3 Sterne haben. Und da ist einmal Level 1 und ich weiß nicht, wie oft wir es jetzt mittlerweile schon gemacht haben. Aber es will einfach nicht für die 3 Sterne reichen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da noch passieren soll. So, und wie war das jetzt? Jetzt mache ich den ungefähr dahin. Dass der letzte da runter geht? Ja! Aber dann geht er zu wenig kaputt. Da geht zu wenig kaputt. Es ist weniger als beim letzten Mal. Ich verstehe es nicht. Da muss mehr kaputt gehen. Aber es tut's nicht. Und das ist äußerst bitter. Weil das haut ja soweit ganz gut hin. Aber der letzte. Also das habe ich... Oh nein, das bleibt ja nicht allen Ernstes da. Oh ey. Schauen wir mal, ob ich den jetzt da aufmachen muss, damit ich die 3000 da krieg. Und dann explodiert das auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ob ich den letzten Bird noch verschießen soll oder nicht. Ob das mehr als 10.000 Punkte gibt, wenn ich das richtig anstelle. Okay, das war jetzt wahrscheinlich zu früh, oder? Ja, egal, ich probiere es jetzt einfach mal. Geht ja eh nicht anders in dem Fall. Oh shit, jetzt ist das kaputt gegangen, da hätte ich es nicht so früh öffnen müssen. Ja gut, damit konnte ich jetzt natürlich nicht rechnen. So, ich schieße da jetzt einfach einen nach dem anderen durch. Oh, wo ist denn der jetzt kaputt gegangen? Ach so, ja, ich muss schon warten, bis der da unten ist. Ansonsten zählt es ja logischerweise nicht. So, hier und dann wieder hier öffnen. Ach scheiße, da habe ich es jetzt auch verkackt. Egal, ich probiere es jetzt einfach so mit dem letzten. Und der funktioniert rein theoretisch so. Aber warum ist da jetzt so wenig kaputt? Okay, ich mache das jetzt anders. Es muss richtig viel da drüben kaputt gehen. Genau so zum Beispiel. Dann probiere ich es mit dem so. Ja, genau. Und den letzten schieße ich dann so. Scheiße. Scheiße. Und dann ging das nicht kaputt. Das ist natürlich jetzt auch mal eine interessante Idee. Ob ich jetzt irgendwie das so machen kann. Ja. Oh, das ist mal eine interessante Idee. Dann geht da drüben schon mal viel kaputt. Und jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich den hier aktiviere. Fraglich natürlich, wie ich das jetzt schaffen soll. Aber es funktioniert. Aber ich komme damit nicht... Scheiße, über 80.000. Interessante Theorie war es aber jetzt mal. Also... Konnte man mal versuchen. Wäre lustig, wenn ich es nochmal schaffen würde. Ja, schade. Jetzt geht es leider nicht kaputt. Oh doch, geht sogar. Auch wenn da jetzt ein bisschen mehr kaputt gehen würde, ey, da könnte man gut feiern hier. So, jetzt muss der noch kaputt gehen. Ja, aber schaut mal an, jetzt komme ich sogar nur auf 70.000. Okay, also der Plan funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Ich mache das jetzt einfach so. Dann nach gewohntem Prinzip so. Und den letzten mach mal so. Und jetzt geht da, komm, da geht noch ein bisschen was. Auch wenn da ein bisschen mehr kaputt gehen würde, Mann. Und habt ihr gesehen, das war an sich sogar echt ganz gut. Nur es ist viel, viel, viel zu wenig kaputt gegangen. Weil da geht genug kaputt, nur da hinten, da fehlt's mir. Komm, da muss doch mal ein bisschen mehr kaputt gehen. Warum... Bleibt es da oben immer so scheiße schwul stehen, ey. Fuck, ey. Also das ist echt zum Kotzen. Ich hasse dieses Level mittlerweile so sehr. Ich meine, ich weiß, wie ich schießen muss. Es ist jetzt für mich eigentlich echt nur noch ein reines Glücksspiel, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt, 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 ja! 82.000, Mann, bitte! Bitte! Das darf nicht wahr
darf nicht wahr sein. Leck mich am Arsch. Da hab ich keinen Bock auf die Scheiße, Mann. Und hier, das geht garantiert auch irgendwie mit einem. Weil der geht eh immer kaputt. Es geht garantiert irgendwie, dass ich das mit einem Mal schaffe. Da traue ich mir was wetten. Das haben wir nämlich bisher nie. Aber das geht mit einem. Ey, das mache ich jetzt so lange, bis ich das hier schaffe mit einem. Und es dann letztendlich... Na, dann rollt der da nicht rüber. Der Ball muss nämlich... Scheiße. Muss ich dann mehr so machen? Ja, und dann haut es... Das haut aber nicht hin. Das kriegen wir ums Verrecken nicht mit einem hin. Ja, boah, wenn das jetzt noch kaputt gegangen wäre, ne, das wäre optimal gewesen. Aber letztendlich bleibt nichts anderes übrig, außer dann den noch zu benutzen. Und dann geht doch nicht mal das da kaputt. Also da weiß ich mittlerweile auch, also da gibt es garantiert ab 100.000... Oh, komm, der hat doch jetzt Gas gegeben, Mann. Warum fällt denn das Teil nicht um? Wie es wackelt, ey, wie es wackelt. Und es passiert einfach nichts. Oh, und dann komme ich da wieder nicht rüber. Ja, mit noch einem brauche ich es dann gar nicht versuchen. Ich glaube, beim ersten Versuch sind wir sogar so rüber, ne? Weil da komme ich ja, selbst wenn alles kaputt geht, nur auf 87.000. Und von der Richtung nützt mir das ja eigentlich... Na, wartet mal. Wartet mal. Ja, nein. Also da muss, wenn, dann muss der schon richtig mit Schmackes so kommen, dass das Teil da hinten umfällt. Frage ich natürlich, wie ich das schaffen soll. Eventuell irgendwie so, ja? Boah, jetzt fällt's um, nur in die falsche Richtung. Ich pack's ja nicht. Oh, es fällt wirklich um, aber in die fucking falsche Richtung. Tja, aber das wird's wahrscheinlich immer. Also da haben wir keine Chance wohl. Ja. Da haben wir keine Chance. Ich muss den ersten auf jeden Fall in die Richtung setzen, weil hier gehen alle kaputt bis auf da drüben. Und ich muss dann mit dem zweiten das irgendwie hier treffen. Genau so. Aber dann muss das natürlich auch noch kaputt gehen. Boah, ist das ein Kacklevel, ey. Jetzt! Boah, jetzt habe ich Gas gegeben, Mann. Jetzt ist immerhin schon mal der Scheiß kaputt gegangen. So, und jetzt? Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Egal, es reicht. Jetzt habe ich es mit zwei Birds geschafft. Das habe ich aber wohl scheinbar schon mal. Ich komme auf 95.000, ich habe 96.000. Ey, was für ein behinderter Scheiß, ey, ehrlich. So, kein Bock drauf. So, Level 21, da haben wir nur 3. Da haben wir nur einen, meine ich. Ja, da haben wir noch 3 Level, wo wir noch einen haben. Wo wir nur einen haben. Ja, 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 komm, du gehst auch noch kaputt am besten. Nein, du kriegst einen Schutz, ich pack's ja nicht. Wie soll ich das jetzt schaffen mit Schutz? Und gleichzeitig... Leck mich doch, Drecks-Scheiß-Game, ey. Puh, das... Also ich glaube, der Move ist gar nicht mal so scheiße. Weil dann fällt auf jeden Fall der Spaß hier um. Aber die überleben alle und das ist gay. Das ist richtig, richtig schwul. Da, hier, ja, 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 ja. Und was passiert hier jetzt? Egal, ich kann, einen habe ich ja noch. Dann setze ich den jetzt einfach da rein. Und er stirbt nicht. Ich raste aus, ey. Dann probiere ich es jetzt mit dem TNT da hinten. Geil, vor dem TNT bleibt er stehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das Level überhaupt mal gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall... Alter... Ich habe auf jeden Fall nur einen scheiß Stern dafür bekommen. Hey, das ist ja jetzt wohl ein Witz, oder? Ich kann das TNT da hinten nicht aktivieren, oder was?
gibt's ja nicht. Ich kann das ums Verrecken nicht aktivieren. Ohne Witz, ich kann es gar nicht aktivieren. Wofür ist es da? Wie soll man es aktivieren, wenn ich von da drüben nicht herkomme? Ja, mit dem Scheiß Bird dann, oder was? Und was tut's mir bringen? Nicht. Ah, ist das ein Kack, ey. Der Move hier, ich glaube, das ist richtig. Ich muss da rein. Weil dann geht hier nämlich sau viel kaputt. Und jetzt, wenn der noch umfallen würde und den killen würde, wäre optimal, Mann. Dann hätte ich jetzt... Na, die jetzt auch 6... Nee, Schmarrn, dann hätte ich 61.000 Punkte gehabt. 61.000 Punkte hätte ich dann gehabt, Mann. Das wäre optimal gewesen. Und jetzt habe ich nur 55.000. 55.000, Mann, das ist ein Stern. Ich muss das mit einem Mal, glaube ich, schaffen. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Aber wie soll der sterben? Der verreckt ja nicht. Was treibst du da? Fällst du vielleicht noch um oder so? Ich habe das Gefühl, der Stein lockert sich hier. Aber dann bleibt er hier stehen. Ich pack's nicht, ey. Oh, irgendwas muss doch jetzt hier passieren, Mann. Kein Fortschritt bisher. Keinen. Ja, wenn, solange der hier nicht umfällt, haben wir verloren. Wenn der nicht umfällt, haben wir verloren. Das war jetzt natürlich ein netter Kill. Das sehe ich ein. Aber irgendwas muss passieren, dass das hier noch umfällt. Boah, ey, also das ist echt unheimlich schwierig. Ja, so nicht. Da kann kaputt gehen, was will. Da wird es auch nichts bringen, wenn ich jetzt hier irgendwie auf das TNT gehe. Absolut nicht. Absolut nullo. Boah, fuck, ey. Nee. Ja! Ja! Ja, komm, geh kaputt, Mann! Geh kaputt! Ja! Yes, yes, Freunde, yes! 70.000! 70.000! Ey, das kann man nicht besser schaffen, Mann. 1, 2, in your face. Yes! Na also, Fortschritt und gleich richtigen. Komm, gib mal 26 jetzt. Aber was ist denn das für ein Scheiß schon wieder? Oh Gott, wo gehe ich da jetzt am besten drauf? Ja, aufs TNT, oder? Ja, da... Wäh, wie komme ich denn da ran? Da muss ich ja... So? Oh Gott, okay, okay, da komme ich ja nicht mal ansatzweise ran. Dann muss ich es in die Richtung machen. Irgendwie dann... Hier mal so, ne? Könnte klappen. Genau. Das funktioniert ja ganz gut. Und den letzten schießen wir dann noch dahin. Hey, guck mal. Naja, leider überlebt er es. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, die ich hier fahre. Erstmal gehen wir hier schön auf den da drauf. Und dann schieße ich den irgendwie so. Jein. Jein. Also, Idee war nicht schlecht, aber geht, muss noch besser gehen. So, warten wir wieder, bis er da ist, dass wir den hier hinschicken können. Und dann aktivieren wir nicht das TNT. Das ist auch mal eine interessante Theorie. Aber die bringt uns wahrscheinlich eher nichts. So, jetzt hier drauf, komm. Bam! Gut, das klappt ja immer ganz gut, aber hier, der letzte... Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich da schießen soll. Nein. So schon mal nicht. Ich übe das jetzt erstmal mit dem einen hier. Ich muss irgendwie das so schaffen, dass der Scheiß, glaube ich, noch mit kaputt geht. Kann ich da nicht einfach von da schießen eigentlich? Jein. Wie gesagt, es muss der Typ da drüben muss auch noch kaputt gehen. Aber das klappt. So ein... Oder was ist, wenn ich einfach nur so auf den gehe?
Ja, vielleicht ohne den Stein mitzunehmen. Also so. Dann wird der auch kaputt gehen. Dann werde ich jetzt mal die Theorie angreifen. Also, ich glaube, ich habe es aber beim ersten Mal auch nicht anders gemacht. Erst auf das TNT. Dann muss möglichst viel kaputt gehen. Möglichst viel, nicht so wenig. Und dann gehe ich einfach da drauf. Aber dann geht wahrscheinlich einfach zu wenig kaputt, ne? Ich habe hier noch zwei. Komme ich auf 60.000. Das ist natürlich zu wenig, kann man mal so sagen. Also mit dem Level komme ich ja hier scheinbar nicht klar. Das war auch zu erwarten. Ja, der war auch ganz schön schlecht geschossen. Ach so, da ist so eine Wand. Ja, und außerdem darf er eh nicht in die Atmosphäre rein. Also wenn, dann hier. Naja, okay, das geht ja noch. Aber da muss halt ein bisschen mehr kaputt gehen, glaube ich. Ja, da geht viel zu wenig kaputt, Mann. Leute, da geht sowas von zu wenig kaputt. Also das Level schaffen, easy peasy. Aber der Rest, nee. Also da weiß ich gerade nicht weiter. Ich gucke mir mal die 27 an. Oh Gott, wie geht das? Ah ja, ich glaube, ich weiß es noch. Zuerst mal hier reintreffen, ne? Perfekt. Dann gibt es hier eine schöne Kettenreaktion. Die hält bis hierhin. Und dann muss ich, glaube ich, mit dem Bird da reintreffen. Gut, dass wir die Atmosphäre nicht erwischen. Okay, also da reintreffen ist jetzt nicht so schwierig. There we go. Ich glaube, viel schwieriger ist hier abzuschließen. So, dann gehen die kaputt und der hätte jetzt auch noch kaputt gehen müssen, weil den letzten hätte ich dann einfach hier reingeschossen. Ich glaube aber genau so. Oh, geht da jetzt noch irgendwie da drüben kaputt oder so? Ich hätte 138.000. Ne, ich hätte schon ein bisschen mehr. Also, ich muss es jetzt mal schaffen, damit auch, dass der da kaputt geht. Genau so nämlich. Ich glaube, damit fahre ich gerade ganz gut. Dann. Fuck! Scheiße. Das war jetzt ein bisschen dumm. Das sehe ich ein. Also, wie gesagt, dieser Bird muss auf jeden Fall den erwischen. Ansonsten gibt es da gar keine Chance, das zu schaffen, ne? Weil da drüben killt den nämlich nichts mehr. Und hier ja, wie gesagt, auch eher nicht, ne? Genau. Also Punkte fahre ich ganz gut. Aber es wird wahrscheinlich auch nur für zwei reichen, für zwei Sterne. Wobei ich mich halt einfach frage, wie genau soll ich es machen? Vor allem, wie ist dieser Bird da drüben hingekommen? Wie habe ich das beim ersten Mal, also wie habe ich das gerade eben geschafft? Wie habe ich das gerade eben geschafft? Der muss durch den ersten Vogel sterben, da bin ich mir sehr sicher. Weil ich habe mit keinem anderen Vogel eine Chance, den zu killen. Oh Mann, ey. Wie habe ich das gerade eben geschafft mit dem einen Vogel? Der landete da drüben. Wie habe ich das geschafft, Mann? Ist hier geflogen. Zack. Und dann irgendwie darüber. Mann, keine verfickte Ahnung. Das Level ist auch einfach nur so dermaßen anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. Von den Punkten her ist das Level top. Ich habe jetzt hier 130.000, wenn der kaputt gegangen wäre, 134.000, 144.000 hätte ich auf jeden Fall mal geschafft. Vor allem. Ja, hätte ich. Aber halt nur hätte ich. Meine Fresse, ist das ein Scheiß, ey. Ich
weiß nicht, wie dieser verdammte Bird da durchgekommen ist. Wie habe ich das gemacht zur Hölle? Er bleibt doch da immer hängen. Wie ist der da? Wie hat er sich da durchgeglitscht? Ich weiß es nicht. So, okay. Jetzt konzentrieren. Kein Scheiß bauen. Okay. Und den letzten jetzt. Nicht vergeigen. Yes! 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 147.000. Wahrscheinlich gibt es ab 150.000 drei Sterne. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich den Scheiß schaffen soll. Also wurscht. Ach, weißt du was? Leck mich. So. Nee, leck mich.